So, ich zeige euch mal, wie man mit dem Navi 900 beim Astra K Videos abspielen kann. Es ist egal, in welche Länge. Ich habe schon Dokumentationen geschaut in Länge von 45 Minuten oder Simpsons-Folgen 20 Minuten. Auf jeden Fall kann man definitiv Videos drauf schauen. Und zwar, das geht im folgenden Trick. Ihr verbindet erstmal, ich habe jetzt das mit dem iPhone, ihr verbindet das Smartphone mit dem CarPlay, geht auf Nachrichten, öffnet eine neue Nachricht. Und dann fügt ihr einfach dementsprechend das Video ein, was ihr schauen möchtet. Vorausgesetzt, ihr habt das Video vorher in eurem Datenspeicher abgespeichert, halt, ne? Über YouTube oder je nachdem, was weiß ich was. Dann fügt ihr das Video ein und als Vorschau könnt ihr dann da draufklicken und er setzt schon das Video auf den Navi. Jetzt nur noch auf Play drücken und das Video genießen. Das Smartphone könnt ihr ausmachen dabei. Gefängnis Mexiko. In der kargen Baja-California-Wüste liegt diese Festung des Kein Fake. Mehr als 1000 Gefangene sitzen hier ein. Cool, ne? Unser Reporter Paul Connolly will herausfinden, wie es ist in einem der... Ihr könnt natürlich auch vorspulen. Ne, so, vorspulen. Oder bleibt man für sich und hält den Mund? Das passiert einem ja nicht alle Tage, dass man kriminelle Hintergründe kennenlernt. Und so kann man dann dementsprechend, wenn man auf einen Kumpel wartet oder im Stau sitzt bei Vollsperre, nicht während der Fahrt, die Zeit verbringen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und für ein Like würde ich mich freuen.